Ivan Land in my Heimatstadt Thiers gibt es die älteste Missionarschule in ganz Westafrika. Und wir sind stolz darauf, weil jeder in dieser Senegalese gibt es mindestens einen Bruder oder eine Schwester, die noch heute Christ ist, und das wird akzeptiert, nicht nur toleriert, sondern Akzeptanz. Und genau das möchten wir als Beitrag dazu tun. Natürlich prägt Türkei das Gesicht des Islam in Deutschland. Und natürlich haben die Ottomanen sehr viel Gutes, aber auch sehr viel Schlechtes auch hier gemacht. Aber haben es die Nazis nicht getan? Haben diese gleichen Türken nicht gegen die Armenier genozidiert? Ob das stimmt oder nicht, wir sind nicht da, um das zu belegen. Wichtig ist, in jeder Religion gab es intolerante Worte und Schritte und Akten. Der Beitrag von heute sollte sein: Lasst uns zusammen den feiern, wofür wir hier sind auf Erde, nämlich unser Schöpfer. Und dies zu feiern, ob wir dabei Alleluia sagen oder Allahu Akbar oder Subhanallah, spielt in den Herzen keine Rolle, denn Gott spricht alle Sprachen. Ich möchte nicht zu lang werden, weil es ist ein Thema, wo wir Jahrhunderte, Jahrtausende reden könnten. Das Einzige, was noch übrig ist, ist, dass sie verstehen, dass die senegalesische Gemeinschaft in dieser Stadt, in diesem Land Rheinland-Pfalz, in Deutschland, in Europa, genau den Islam vertreten, den alle, inklusive Wahhabiten, Salafisten, alle, ob Schiiten oder Sunniten, denn es gibt eine Ost- und eine Westkirche. Innerhalb der Ostkirche gibt es von Assyrischen zu Byzantinischen Kosten. Es gibt genau die gleichen Unterschiede. Wo Mensch waltet, gibt es Risse. Und wenn wir uns darüber einigen, dass wir im Zeichen des Respekts und dass wir wissen, dass es keinem erlaubt ist in Deutschland, wenn wir über Rechtsstaatlichkeit reden, ist es nicht erlaubt, eine Partei, sei es CDU, die stärkste Partei in Deutschland, es ist keine Partei erlaubt, über Religion von anderen Menschen zu befinden, weder per Gesetz noch per andere Wege. Und diese Religionsfreiheit, auch an dem Tag, wo es in islamischen Ländern Merkwürdige, die mit dem Islam nichts zu tun haben, wenn es, ich sage immer, wenn es im Vatikan als Staat keine Moschee zu bauen ist, wird es in Mekka keine Kirche zu bauen sein. Und wenn beide tolerant sind, müsste es möglich sein, wie unser Prophet es gezeigt hat, dass in Medina Juden und Christen als seine rechte und linke Nachbarn mitgelebt haben, und die haben in Frieden gelebt. Ich danke nochmal. Danke, Babacar, für die Tiefe, die Ernsthaftigkeit und die Klarheit, mit denen Sie das Thema behandelt haben. Vielen Dank nochmal. Ich würde sagen, ich habe hier vor mir, Sie hatten am Eingang des Vortrags die Frage gestellt, was ist Religion? Oder was sollen wir unter Religion verstehen? Ich habe mich an einem Zitat von Niklas Luhmann erinnert, der definierte Religion als eine Kommunikation, die sich auf Gott bezieht. Und in der Soziologie ist Luhmann eine Autorität, eine große, große, große Autorität. Seine Worte zählen. Das wollte ich nochmal geben. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal, wie Sie das mitbekommen haben, die Frage des Verhältnisses zwischen Religion und Toleranz ist an sich
komplex. Keiner kann erwarten, dass aus der Sitzung diese Komplexität reduziert wird. Diese Sitzung, der Vortrag ist nur ein Anstoß, die Diskussion nochmal weiterzuführen. Und das haben wir auch vor. Das wird, was wir momentan in Europa erleben, sehr oft in Frankreich, aber nicht nur in Frankreich, in Nigeria oder anderswo in der Welt, lässt Zweifel an der Friedensfähigkeit des Islams, an der Toleranzfähigkeit des Islams, an die Tiefe dieser Toleranz. Und es ist ganz normal, wenn die Leute diesen Konsens, die es gegeben hat, aufkündigen. Es ist unsere Aufgabe, wir Senegalesen, die einen anderen Islam vertreten, dafür zu sorgen, dass diese Konsensfähigkeit des Islam wieder konsensfähiger wird. Das sind meine letzten Worte. Vielen Dank für alle hier, die anwesend sind. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und vielen Dank für Ihren sehr aufschlussreichen Vortrag, den wir gerade gehört haben. Ich finde das fantastisch, wie Sie in kurzen, verständlichen Worten den Begriff der Toleranz für die religiöse Situation auch in Deutschland nochmal dargelegt haben. Bis auf eine kleine Stelle kann ich Ihnen komplett zustimmen. Natürlich habe ich ein anderes Verhältnis zum Propheten Mohammed, als Sie es haben. Das ist meine Arbeit als evangelischer Gemeindepfarrer und meine persönliche Situation als Christ bedingendes. Aber in einem Punkt, und das ist das Wichtigste, stimme ich Ihnen vollkommen zu, die religiöse Toleranz und die gesellschaftliche Toleranz, die wir in Deutschland seit 1949 mit unserem Grundgesetz haben, ist ein besonderes hohes Gut, was man bewahren und schützen muss. Und wenn Sie mit Ihrer Brückenfunktion zwischen den Kulturen, zwischen den Ländern und auch zwischen den Religionen so einen Beitrag wie den heutigen dazu leisten, dann ist es viel einfacher, auch für Toleranz zu arbeiten. Das ist mir sehr wichtig, dass, was Sie eben auch sagten, dass der Islam eben viel mehr Facetten hat als nur dieses schreckliche Gesicht des Terrorismus. Das Terrorismus hat mit dem Islam zunächst mal nichts zu tun. Es gibt Moslems, die als Terroristen tätig werden, aber die gibt es in anderen Religionen auch. Und es ist so schlimm, dass viele Deutsche, gerade die, die sich nicht so viel mit dem Thema beschäftigen, dann immer gleich an terroristische Aktivitäten denken, an den Islamischen Staat oder so, und nicht an die vielen Millionen von friedlichen Moslems, die nichts anderes wollen, als mit ihren Nachbarn friedlich zusammenleben. Und gerade das Modell des Senegal, den ich selbst nicht kenne, ich habe nicht viel darüber gehört bisher, scheint aber doch ein gutes Modell zu sein, dass Christen und Moslems friedlich Tür an Tür leben und sie selbst von einer Missionsschule, die Deutschland seit langer, langer Zeit besteht, ganz offen sprechen können und die Menschen können sogar in einer Familie offen miteinander leben. Das ist in Deutschland auch möglich, aber leider auch nicht in jeder Familie. Also wenn meine Tochter zum Beispiel jetzt einen Muslim heiraten wollte, dann würde ich schon mal so ein bisschen schlucken und ich erst mal kennenlernen wollen. Das gebe ich zu. Es ist einfach dann eben doch eine andere Welt. Und da muss man gucken, wie man einen gemeinsamen Weg findet. Aber Toleranz ist für mich ein Begriff, der immer reicht bis zur Toleranzgrenze des Nächsten. Also mir fällt dazu das Wort von Rosa Luxemburg ein, der deutschen Sozialistin, die gesagt hat, die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Und so ist die Toleranz immer da zu begrenzen, wo sie die Toleranz des Nächsten tangiert. Da ist das Problem. Und wenn wir das beachten und auf Augenhöhe miteinander verhandeln, so wie wir hier auf Augenhöhe auf dem Podium sitzen, dann sind wir auf einem sehr guten Weg. Und dann können Sie einen ganz guten Beitrag dazu leisten. Vielen Dank, dass Sie mich gesprochen haben. Meine Damen und Herren, der Herr Aziz hat sein Handy irgendwo hier im Raum verloren oder liegen gelassen. Wer das Gerät gesehen hat, soll das bitte schön hier abgeben. Ich möchte nur, dass die zwei oder drei Gelehrten hier in unserer Sprache Wolof ein paar Worte über Toleranz sagen
um uns mehr zu bereichern. Dann sehen Sie den Unterschied zwischen Lehrer und Lehrling. Und nun worum liegt es? سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وخلفائه ذوي العز والجاه بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كاتو بيدو بدو وهي نمر منك لأيتم خلال دمكو بقول جوه محمد المنصور جميل waye dafa genn legui wara delu ci amu ñu ci sax ñew fa tabarakallah ñu am fi ay gan ci waxit waye ñoom ñoo ñu dal te li lu reey la te damay faral di dégg Serigne Cheikh Mat Tidiane ci al khalifa mu ne ku def lu rëy dañ la war a toole kon bu rëy kon lii nga xamante ni meeru gox bi moom la def ànd ak estafam yëpp ñëw ak ni seen calendrier sargien ba tey ci li ñu doon waxtaane léegi ci la bokk ci wàllu tolérance la bokk haben Sie das zusammengefasst? Das ist nämlich ein Zeichen von Toleranz, politischer, sozialer Toleranz und die Farbe von religiöser Toleranz. Nach dieser Wahl damit, wir haben sehr detailliert die Sunnibir, die Lumen, Sunnibir, Nibu, Amen. Don Talibu, Nibu, Tamit, ñun ñi nga xamante ni ay gan lañu fi teñu dalal ñu ci seen itte ñoom ak seen liggéey dina metti mais dina am nañu itte yoo xamante ni ku nekk ci ñun ku fi mën a nekk ci yéen lañu dinañu itte woo sa mbir ba xam ci lan ngay dund ba xam ci lan ngay dox ak ci loo nekk te loolu ci liggéey la bokk. Ci wàllu tolérance bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaane tey te adduna yépp soxla ko mbokk yi xool leen tey li ñuy wax ne crise mondiale moo am ñii ne jikko yi la ñii ne dundin bi la ñii ne comportement yi la te ñu gis ni bu dee ci wàllu social bu dee ci wàllu économie bu dee ci wàllu intégration yooyu yëpp soxla nañ ko mais tey ñaata nit ngeen di xëy di dégg par bis ñu faat seen bakkan ci ay innocent yoo xamante ni defuñu dara kenn ba tax na loolu ñu ci profito ci li xew nis barki démb ci guddi xool leen mu metti loolu ba noppi ki ko def ak ni mu ko bokkal def bëgg a tudde seen bopp adressé woo l'islam ndax loolu l'islam dina ko nangu wala musulman yi dinañ ko nangu wala nit en général dina ko nangu wala déet
amul benn diine bu yàlla wàccee boo xamante ni da nga ñëw pour indi wàllu onf maanaam jema futis def lu la neex. Soo amee lu la naqari daal doo vérifié xool ba xam ndax yaa ko teg sa bopp loolu nan la la dikkale, waaye daal da ngay vengé wu jël camion bu toll noonu rek fekk benn four xoolal li ci dee ci ay xale. Si xoolal loolu, xoolal mag ñi ci Fatou, xoolal gan ñi demoon pour passer seen vacances, xoolal ñi nga xamante ne ñu ngi woon ci place boobu di liggéey. Moo tax il est temps fu mu nekk nii lu mel nii jataay yu mel nii di am. Ku mel ne ñoom Seydou Mohamed Mansour, ku mel ne ñoom Hadj Babacar Seck génn di wax l'islam soxla na ko ko waxal. Yàlla lan la wax ci alquran yaa ayuhalladina amanu udkhulu fi silmi kaffata wala tattabiu xutuwaati cheytan. mi mu utilisé baatu kaffa kuy nit dugg la, ndax nit ñëpp njabootu yàlla la. Kan moo fi bind boppam? Kenn bindul boppam. Ku bind nit yàlla mi bind nit ba noppi wëlbatiku bépp ci li mu bind, wéet sant boppam ba noppi defal nit lu mu defal lu beneen bi dafa. Mais nit réeré du ko réeré boppam. Tax na bari na ñoo xamante ni fi mu nekk ay nit lañ leen di tuddee, mais bàyyi ma yi ci gott bi sax leen tane. Su ko defee kon loolu jataay bu demee nii ñu di ci waxtaanee wàllu tolérance. Tolérance bu amul ci àdduna dund amatu. Amul dara lu mën a dox. Tolérance bu amul àddina bi freiné wu na, dootul dem fenn. Nit ñi dootul ñu circuler, biens yi dootul ñu mucc, kenn dootul xam foo ñëw. Kon il est temps fi mu nekk nii ñu delloo sunaat xel yi, booloo intégré wu surtout yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi nekk fii. Ñaata réfugié politique ci Europe moom la Allemagne yi jël ubbi seen bunt yaatal leen? Ñaata? Ndax beneen réew Europe def na ko? Te li ñu yaatal buggal leen ñu koy xeeb. Ndax li ñu buggal dinañu sàmmante loi yi nga xamante ni moom la réew mi tëral ci wàllu tolérance, ci wàllu respect, ci wàllu jàmm, ci wàllu yem fi nga war a yem def li nga war a def jàmm ni bi nii. Su ko defee kon xool leen li yonent bi mos a def sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu tolérance ak jàngale lan mooy tolérance. Dafa toog ak sahaba yi ba yàlla mu seet lu mel ne benn cercueil buy génn nit ku génn àdduna ñu ni ko robi. Sahaba yëpp ñu toog en tant que yonent bi salaa sallam le prophète Diop taxaw. Am benn sahaba mu ne ko yaa rasulallah sa taxawaay bi ñu ko waral. Mu ne ko dafa mel ne kii di ñu waaj a romb dafa génn àdduna ñu di ko denc ci am mel. Sahaba bi ne ko ah kii juif la rek. Mu ne ko ay bu dee juif la ndax ki ma bind bind la bind ko koo ko tax mu jëm di taxaw. Gelehrt hat gerade was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Er sagt, wer Großes tut, wird mit großen Augen wahrgenommen. Und Sie haben heute Großes getan für uns. Jeder weiß, Deutsche sind sehr busy, sehr tüchtig, sehr beschäftigt. Und trotzdem habt ihr die Zeit geopfert. Aber warum sagt er das? Weil er sagt, eine Oberbürgermeisterin muss natürlich wissen, was diese Senegalese oder was diese Bürger überhaupt tun. Und dass sie hier sind, um genau zu monitoren, was wird hier getan, zuzuhören, um über unsere Religion was zu wissen, um zu prüfen, ob das, was wir propagieren, im Einklang ist mit dem Rechtsstaat. Er hat was Wichtiges gesagt. Er sagt, genauso wie sie darunter leiden, was in Nizza passiert. Wir leiden immer und alle mit. Genauso müssen sie wissen, wir Muslime leiden darunter, aber auch mit. Denn er sagt, wie kann es sein,
dass Menschen, unabhängig von ihrem Glauben, weil die mit ihrem Leben nicht zufrieden sind, in einem LKW sich reinsetzen, auf ein Menschenvolk. Heute sagt er, sind die hier Gäste bei euch. Und da kommen auch Gäste in Nizza als Urlaub. Die haben damit nichts zu tun. Kinder, Erwachsene, Touristen. Und da kommt ein Mensch, egal in welchem Namen, bringt die alle um und meint damit was sagen zu wollen. Sehr, sehr erschreckend. Und er sagt, diese soziale Frage, diese religiöse Frage, diese moralische Frage sind die Frage der Stunde. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und er sagt, schauen Sie, was Allah gemacht hat. Allah hat uns geschaffen. Als die Krönung der Schöpfung, von allem, was geschaffen wurde, ist der Mensch oben in der Pyramide. Und Allah hat sich auf seine Schöpfung gefreut und hat das bekundet in allen heiligen Büchern. Und was macht der Mensch? Der Mensch bringt das Werk Allahs oder Gott und vernichtet es. Allein die Intention zu haben, einen anderen Mensch umzubringen, hat mit keiner Religion was zu tun. Und er sagt, unsere Inspiration, der Prophet Mohammed, was hat er getan? An einem Tag, er war Staatschef, war Kalif, war Imam. Und dann stand er da und da war eine Position von einem verstorbenen Juden. Alle anderen Gelehrten waren unten und haben gesessen, wie wir gerade. Und dann läuft der Zug und dann ist er aufgestanden. Und dann hat einer seiner Apostel, Sahaba, gesagt, aber das ist aber ein Jude. Dann hat er ihm geantwortet. Der gleiche Gott, der ihn, dich und mich geschaffen hat, macht keinen Unterschied. Und das ist die Botschaft von unserem Gelehrten. Ak mbolem kilifa yi waaja def na leen liggéey bi wóotu ci càtt yooyu ak gërëm li nag communauté bi nga xamante ni fekk si dañ leen fi te mooy yéen ngeen di suñuy famille di suñuy mbokk suñu jóg toujours li ko waral mooy di dinañ ñu dem fu ne di seet demoot naka la ñuy toogee waaw ndax nañu bàyyi xel li leen tax a jóg objectif bi ñu am ba génn seen réew ñëw ci beneen réew réew boobu yaatal leen luñ fa war a dëkk def fexe ba nit ñi ñu fekk ñu yaatal leen ñu bëgg leen nan la ñu leen di bëggee mooy am comportement profet respecté waa yi fi am am na loo xamante ni sañ boo ko def sa dëkk ñëw beneen dëkk bi ñu yaatal ba sañ ko fa def noonu amal respect ci nit ñi jéemal a wut liggéey intégré wu fexe ba xam langue bi loolu yoon ci sax wax na ko waaw mën a wax ak nit ñi mën a communiquer ak nit ñi ndax communication su amul dara ko wax waaw dañu leen di wax toujours tamit ne leen mu sokk Sénégal yi Sénégal am na ay consulat am na ay ambassade ci réew yi mais les vrais ambassadeurs et les vrais consul mooy yéen ñi nga xamante ni toujours yéen a ngi fii ci Allemagne di jëflante ak Allemagne lu tuuti lu ngeen def rek ci ngeen mal comporté wu ñëpp dañu naan Sénégal yi ñëpp ñu lañ mel. Un wichtiger Punkt habe ich vorhin beinahe vergessen. Er sagte, wir kommen jedes Jahr. Aber warum kommen wir? Wir kommen in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern Europas, um gemein, um solche Treffen mitzumachen. Warum? Um zu schauen, was machen Muslime hier. Deutschland hat mit offenem Herz die Türen aufgemacht, viel mehr als jedes andere europäische Land bei der Syrien-Krise. Aber die Frage ist, von diesen, die kommen, die aber sagen, das sind Muslime, wie viel davon werden die lokale Gesetze einhalten, die vor deren Antritt gaben? Und das ist genau das, unsere, er sagt, die richtigen Botschaften Senegals. Und damit des sanften Islam Senegal. Das ist nicht der Botschafter in Berlin, das ist nicht der Konsul in Düsseldorf, das sind diese Gäste, die bei Ihnen in der Gemeinde als Bürger sind. Und dass die ein gutes Verständnis vom Islam haben,
Das Islam, so wie der Prophet uns das gelernt hat, bedeutet auch, was die Obermeister mich vorhin gesagt hat, wir müssen uns integrieren. Der Prophet sagt, wenn ihr irgendwo hingeht, lernt die Sprache. Wie wollt ihr euch integrieren, wenn ihr nicht mit den Leuten kommuniziert? Und der, der so kommt, er soll sich integrieren, nicht der, der dort ist. Deswegen sagt er, das ist extrem wichtig, dass die Leute verstehen, Nummer eins, wenn man reinkommt, die Sprache lernen, die Gesetze lernen und achten. Und dafür Sorge zu tragen, dass du in die Herzen der Menschen reinkommst und geliebt wird. Ich ergänze nicht. Das ist l'islam. Ni définir le bâti l'islam. Salam, man l'ai fait. Djamou l'ai fait. Djamou pour Abou. Dara du Bah. L'islam dîné, dîmbele télé. L'islam dîné respect. L'islam dîné monsieur le télé. L'imou wote, moi djakonte, djakonte, kounek am respect samoro, kounek fekhemba, produire l'homme dit su ko defé kon ñi nga xamanteni légui dañuy mubo tak jël manam tok jël ay jigéen violé lé fekk ay liggéey kat seen magasin da takko dugg ci église poser ay bombes ray ay nit dem ci mosquée yi dem ci djuma yi dem ci marché yi dem ci place publique ba kenn ñame to gën mais ñoo ko diiné ñoo ko diiné yalla diiné ko ko diiné fi ko mom té et itam dafa civiliser wu bolé ci su ko defé ko amna ci amna ñoo xamanteni bu fekké tane dañu tégg ci yoon wu mel ko di len il faut am ay garde fou yo xamanteni ni ci nekk ñoo ko wara baré ci seen kanam baña nopi di wax ak nit ñi fexé tamit gëna défarat comportement yi ba nga xamanteni ñi xam woon yépp dinañu xam ñi xamoon dinañu gëna xam diiné dal li mu diglé moy jappalante dal moy bëggante moy baña xéew tok croiser le bras nit ki à chaque fois war nit di sonni xelam pour mën ci jëriñ pour mën ci jëriñ waaw mais li nga xamanteni moom la monde bi di dundé légui tay bo démé iraq ñaata personne ñoo fay des bombes ci ay attentat si ñaata personne ñoo fay des ay attentat Libya, il n'y a pas personne qui fait des attentats. Dans le pays d'Afrique, Boko Haram, même moi, Boko Haram, même le groupe criminel, ça, il bat des documents. Nous, Madame Amada, même quand vous n'êtes pas venu, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, si vous dites, il y a des gens qui vont être, il est temps de vous dire, il y a des gens qui vont être, moi, nous, Madame la mère, de quoi ça me dit, à moi, estafar bu ñu àndal di ñaan yàlla dolli jàmm ci àdduna bi mais dolli ko ci réew bi mu nekk tamit koo xam tamit lépp projet mu am dolli ko ci yàlla Tege Lerte ci Damet Sy hat abschließend folgende drei Exkurse gemacht. Nummer eins, Islam selber bedeutet Salam, Frieden. Und damit sind diejenigen, die sagen, die sind Moslem, die müssen am Frieden und um den Frieden arbeiten und nicht am Frieden vorbei. Dass sie heute mit ihrem gesamten Staat gekommen sind, ist ein Zeichen, dass sie einen Wert auf Frieden legen in dieser Gemeinde. Und dass die Senegalesen, die hier sind, sich integrieren, dass sie sie ehren mit ihrer Anwesenheit, ist auch ein Zeichen, dass es Hoffnung noch erlaubt ist. Dass es Menschen gibt, die im Namen des Islam Synagogen, Kirchen, Moscheen
öffentliche Plätze angreifen, mit Bomben, um sie selber töten, andere töten, um sie selber, hat mit dem Islam und wird nie mit Islam was zu tun haben. Islam will Frieden mit sich selber, mit anderen und mit Gott. Das sind die drei Säulen. Wie sorge ich dafür, dass ich produktiv bin, dass ich mich ernähre, ein zivilisiertes Leben führen kann? Aber nicht nur für sich, denn Islam hat mit Egozentrismus nichts zu tun. Nicht nur sich und seine Familie, sondern wie kann ich anderen behilflich sein? Diese nächste Liebe beim Bergpredigt von Jesus, genau das. Und er sagt, alle von Mohammed, denn nach ihm kam keiner, aber alle von Gott entsandten Messengers und Propheten haben die gleiche Botschaft. Die Menschen müssen aufeinander achten, sich respektieren, zuzuhören, aufeinander zugehen, sich gegenseitig helfen. Und das ist die Botschaft von Islam. Und er möchte sich bei Ihnen bedanken und beten für Sie, für diese Gemeinde, dass alle Projekte, die Sie anfassen, mit Erfolg gekrönt sind. Ich danke. Er sagt natürlich, das ist die gleiche Familie und normalerweise, wenn die Gelehrten gesprochen haben, dann sprechen wir. Weil, ne, der Gelehrte hat schon gesagt, aber er wird ein paar Worte darüber verlieren, über das Thema Toleranz. Demain, je suis aussi pour cette tolérance, parce que je supporte la tolérance. Je vais expliquer l'autre. Er entgleicht wieder das Konzept Toleranz, weil er ist gegen Toleranz, aber er erklärt warum. Pour taquiner un peu, chatouiller un peu Babacar. Pour mich ein bisschen anzuregen. Et pour introduire aussi un débat contradictoire. Um auch eine widersprüchliche Debatte einzuführen. De fait, en 2009, l'Université de Columbia a invité moi. 2009 hat die Universität de Columbia invité. Sur un débat ordre confrérique, tolérance et démocratie, l'exemple du Sénégal. Über eine Vortrag. Toleranz und Ordre confrérique, c'est-à-dire l'état de l'art. Bruderschaften, Toleranz und Toleranz an Demokratie. Und Toleranz in Demokratie. Das Beispiel, das sollte Beispiel Sénégal. Américains, Kao, Sénégal, Dapnen, Diachal, Nando, Numen, vivre dans la coexistence, Nando, Moi, Secret, Bira, Fanny, Mio, Mo, Mboulol, Yop.
Il y avait une conférence internationale, il y avait 11 spécialistes du Sénégal sur le concept de tolérance, de démocratie et le concept même d'ordre soufi. Et verschiedene Spezialisten über Toleranz wurden eingeladen, denn die amerikanische Forscher hatten ein Problem in diesem letzten Stück über das Mysterium. Wie kommt es, dass Senegal im Chaos diese friedliche Koexistenz zwischen den Religionen schafft? Wie schaffen wir das? Moi, au-delà du concept de tolérance, je préfère le concept de vivre ensemble et dans une conférence du MEDEF à Taran. Je vais même beaucoup plus loin. Parce que c'est dans un dialogue intra-religieux et inter-religieux. Nous, en tant que Tidjani, il faut que nous définissions une position par rapport au Mouride. Mais en tant que Judith aussi, il faut que nous définissions une position si nous avons une famille qui nous dîner. Wichtig ist die Definition, wie wir als Moslem mit den anderen, nicht gegen die anderen. Und innerhalb des Islam selber, in unserer Bruderschaft, ja, wie gehen wir mit anderen Bruderschaften um? Ich habe mir gesagt, dass ich mich nicht mehr so gut bin, dass ich mich nicht mehr so gut bin. Ich habe mir gesagt, Ya Munkir al-Ghawmi, Mutaghayyitan wa Mutaghadan. Yow di dundu neex te yidda ci boole ngajal tibatuwaal tubatuwaalan ñaseet ak jaamalak ceneba kadaaka layin wa jasaat koo ci dis rek teralal gis nga yaa le dialogue interreligieux ak le dialogue intrareligieux su fekkee defoo le dialogue intrareligieux mënoo def le dialogue interreligieux. Té ki papa sunu mam Seigne Abdouaziz mo fi bayyi benn président bu doy waar wax ka diggante les différentes sections qui constituent le Sénégal. Les différents conflits. Je voudrais donner un exemple pour que nous tourner le dialogue intra-religieux. Il y a une conférence à Grand Yoff. Grand Yoff, nous avons créé un d'ailleurs. Je suis allé à la conférence, je suis aussi à conférence. Nous avons une conférence pour que parrainer le prêtre, le curé du quartier. Also, un autre exemple, damit die Bürgermeisterin und die Herrschaften wissen, der Kampf ist schon auch innerhalb Afrika, innerhalb des Islam angesagt. Das bedeutet, die machen Vorträge und versuchen, Leute aufzuklären. Und bei einem Vortrag, der kürzlich stattgefunden hat, in Gayo, einer der großen Vororte in Dakar, die Schirmherrschaft dieses Vortrags wurde dem Pfarrer gewidmet. Wie man hier immer sagt, curé bi prêt bi ñeu tok sama wet sol yéré curé bi bi mu démé bay bëgg wax mu am benn femme bu yëkkati loxom ni dafa bëgg jël kaddu gi Malika yaay kan mu ni ma je suis la présidente de l'association des femmes catholiques de Grand Yoff 40 personnes la nu ñun ñëpp dañu ñëw ba gungé prêtre bi bevor der priester reden dürfte hat eine Frau darum gebeten, als Erste zu reden. Hat er ihn gefragt, wer sind Sie? Ich bin die Vorsitzende des Verbandes der katholischen Frauen und wir sind gekommen, um den Pfarrer zu begleiten. Wir haben die Karte, die wir dürfen in der Woche, wir haben die Bände, die wir sind, Babaka. Sadu Rabbi, Sadu Al-Nabi Ahmed. Ich habe die Karte gemacht. Mais tant que wir haben die Karte, Anda Katolik Bob ada asosiasi dengan perempuan yang ada lebih dari 40 perempuan nyup anda ngom di kawai. Sallu ala Nabi Ahmad. Gis nga
Waïwi populaire, mais imagine des femmes catholiques dans des champs religieux, en général, famille du Noy. Waïwi en tolérance, bouton de baille de Noy. Waïwi en barre bouton de Yaka Tukumen de Saint Babakar, et Dika Waïsi, chanson de Khalibi, Yapakaram, l'homme au Sénégal. Das Faszinierende für diese Ereignis ist, normalerweise in solchen religiösen Singen die Frauen nicht, und die hier die Männer haben das Singen. Und dass die Moslems, die dort anwesend waren, diese Toleranz gezeigt haben, dass die Frauen das erste Wort ergreifen, dass die Frauen singen, aber die Toleranz dieser katholischen Frauen, über den Prophet Mohammed zu singen und über unseren Vorfahren, Je suis invité au mois de septembre à Berlin par la Fondation Abinoir pour discuter du 12, 13, 14 septembre. Je vais discuter de la liberté de culte. Et est-ce que vous avez eingeladen zu werden, solche internationale Vorträge zu halten. Im September findet ein Vortrag von ihm in Berlin statt, wo er auch mal darüber redet, über das Thema, okay? La liberté de culte. So, Kultefrage. Freedom of belief. Freedom of belief. De la Fignon, dans la même organisation, wie la Fondation Adonai, invité au niveau de New York, à peu près sur le même thème. Voyez, en 2009, l'Université de Columbia, c'est un bon moment invité de m'intervenir sur le concept de tolérance. Parce que pour moi, tolérance, il y a un peu de tolérance. Oui, il faut être toléré parce que souvent, ça ne doit exister. Mais comme mon nom est là, on a toléré. Si le concept est bon, c'est un développement. Je ne veux pas dire que c'est correct. Après Favlay, hat er ein neues Konzept von Toleranz initiiert. Weil er sagt, hier wird Toleranz angenommen als letzte Wahl der Wahl. Wenn man gar keine Wahl mehr hat, muss man ihn tolerieren, obwohl man nichts dafür kann, dass er existiert und nichts dagegen kann, dass er weiter existiert. Ich möchte Ihnen vielen Dank, parce que c'est très important. Nicht mehr gut, die moi la laïcité. Pas la tolérance. Laïcité, touche tolérance. Il convient ici de clarifier un concept qui nous semble ambigu, celui de tolérance, l'un des thèmes de notre conférence d'aujourd'hui. Das ist eine Notwendigkeit, Laïcité und Toleranz, die doppelsinnig ist, genau pour soulager. Bernard-Henri Lévy, qui est un grand philosophe français, Bernard-Henri Lévy, et je sais que je ne suis pas d'accord avec la plupart de ses idées, apporte à ce propos une lumineuse explication dans son livre « Ce grand cadavre à la renverse » quand il dit « Nous ne demandons pas à l'État de tolérer avec tout ce que le monde suppose de dédain. Dans le mot tolérance, il y a un dédain. Qui n'est pas toléré, donc méprisé, mais il n'y a que personne qui peut tolérer. Il y a un dédain. Ce que ce mot comporte de dédain, de distance et de hauteur. Qui n'est pas toléré aussi, il y a que fait. Mais de respecter ce qu'on demande à l'État, ce n'est pas de tolérer, mais de respecter les différentes confessions. Avec ce que cela implique de considérations vraies, donc concrètes, donc techniques, pour les moyens dont elles disposent, dont elles ont besoin, c'est que ces diversités-là, pour exprimer leur liberté et leur point de vue. Les différentes religions, on ne demande pas à l'État de les tolérer, mais à l'État de les respecter. Les mêmes moyens qu'il les donne à tout le monde. Et j'ai écrit ce texte. C'était en 2009, c'était dans un contexte particulier du Sénégal, c'est où c'est Ablaye Wade qui était le président de la République. Après, Dieng, il n'y a pas fait qu'il y ait un moment.
Moi, je suis allé au niveau international pour dire que je suis contre la tolérance, je suis pour le respect de l'ensemble des religions. Auftrag und Beitrag geschrieben damals und hat sich geschützt auf eine sehr luminöse Idee von einem sehr renommierten französischen Philosophen, Lévy, der gesagt hat, wir erwarten nicht vom Staat, dass sie Minderheiten oder andere Kulten toleriert, sondern respektiert und technisch denen die gleiche finanzielle und politische Mittel gibt, damit sie auch die Religionsfreiheit wie eine andere Ausübung können. Und das hat er in einem Kongress geschrieben, wo dann 2009 im Land Senegal der Präsident Wolf Platini Macht an, wegen mangelnder Toleranz an seinen eigenen Sohn, an seine eigene Partei gegeben hat. Et la laïcité de diffère de la tolérance par le fait qu'entre toutes les croyances traitées selon cette règle de respect, elle refuse, la laïcité refuse de se prononcer et s'interdit par avance d'en privilégier un par rapport aux autres. La laïcité bedarf auch, dass man nicht ein Kultus über ein anderen stellt. Oui. La tolérance, encore une fois, tolère. La tolérance tolère. Elle a ses préférences. Et peut, selon l'humeur, changer de préférence. Elle peut décider qu'il a trop toléré, trop donné, et refuser ce qu'il avait donné hier. Donc il n'est pas une affaire d'affect, la laïcité, mais de structure. Et sa structure consiste, comme pour les églises hollandaises du XVIIe siècle et américaines du XVIIIe siècle, a proposé entre les croyances un principe d'équidistance vis-à-vis de l'ensemble des religions qui sont présentes. La laïcité, muss dafür Sorge tragen, dass es eine Äquidistanz, eine gleiche Distanz zu allen Religionen und Religionsgemeinschaften gibt. Denn meistens ist das so, wenn Toleranz was gibt, kann wieder im Namen der Toleranz zurückgenommen werden. Toleranz darf nicht ein Affekt, ein emotionaler Parameter sein, sondern eine strukturelle Parameter, wo alle Kulten sich äquidistant dazu bedienen können. Non, c'est cette Toleranz-là que nous, c'est cette Laïcité-là que nous vivons. Moi, je ne parle pas de la laïcité française qui est de l'anticléricalisme, mais je parle de la laïcité allemande. Et dans une récente émission, j'ai fait référence à la laïcité allemande. L'Allemagne est un pays laïque, mais l'Allemagne donne de l'argent à toutes les religions, aux protestantes. Il y a une partie du budget, je crois que c'est 4 milliards d'euros, au catholicisme et au protestantisme, ici en Allemagne, on demande aux citoyens de payer l'impôt pour la religion. Nous, nous sommes pour cette laïcité-là et non pas la laïcité à la française. Exact. Laïcité im deutschen Sinne, wo man äquidistant die gleichen oder proportional gleichen finanziellen Mittel zu Protestanten gibt, so wie zu Katholiken. Diese Art von Laïcité wollen die haben. Nicht, dass wir in Frankreich, wo man dann sagt, die Katholiken haben das, aber alle anderen Kulten müssen privat finanzieren. J'étais en 2013 invité par le gouvernement allemand, ici en Allemagne, et ils m'ont fait visiter ce qu'on appelle le bureau catholique. C'est-à-dire toutes les lois qui passent au Bundestag, avant de passer au Bundestag, vont au bureau catholique. Est-ce que c'est conforme ou non, c'est conforme à la religion. Moi, j'aurais aimé que ce type de structure existe au Sénégal. Exact. Vous m'avez aussi inspiré là-dedans. Il y a un catholique bureau qui a bestimmte Gesetze pour les Einsatz mit der Religion. Une Art Anstalt wäre auch in Sénégal. C'est à cause de cet esprit-là que le Sénégal a élu un président catholique, un Sénégal, un pays à 96% de musulmans,
a élu un catholique en tant que président de la République pendant plus de 20 ans devant un candidat musulman. La majorité sénégalaise a voté pour le candidat catholique. Haben 95% Muslim, haben 95% Muslim in Senegal einen katholischen Präsidenten gewählt mit klarer absoluter Mehrheit. Der 20 Jahre lang wieder und wieder gewählt wird, also länger als auf dem Kolumbianer 10 Jahre. Moi, nous faisons les gouvernements, c'est pas comme Médine. La constitution de Médine, la charte de Médine, c'est pas comme Médine. Le kitab de Médine. J'ai été invité par le roi Mohamed VI il n'y a pas longtemps au Marrakech pour discuter. À Marrakech pour discuter de c'est pas comme Médine. L'inexistence de c'est pas comme Médine. Lorsque le prophète est allé à Médine, il était conscient que les juifs sont là-bas. Et que les juifs étaient extrêmement puissants. Le prophète est venu avec un document qu'on appelle Wasiqatul Medina pour établir la grammaire et le protocole qui permettent le vivre ensemble entre les musulmans, Al-Ansari, Al-Muhajirin, Al-Ansar, avec les juifs. Et je voulais simplement vous lire ce passage-là de Wasiqatul Medina. Les dispositions de la Constitution disent « Celui qui, parmi les Juifs, se ralliera à nous, recevra notre aide et nos soins, sans qu'il soit opprimé, ni que quiconque ne soit aidé contre lui. Les Juifs, avec les croyants, contribueront aux dépenses tant qu'ils combattront ensemble. Les Juifs formeront avec les croyants musulmans une umma aux Juifs, leur religion, et aux musulmans, leur religion. Au 5e siècle. Abschließend sagte er eine sehr gute Leitfrage als Inspiration. Die Charta von Medina, was Mohammed geschrieben hat, das Miteinander, die friedliche Position zwischen Juden und Moslem, den Juden die gleichen Rechte zu geben und gemeinsam, dass man eine Umma, eine religiöse Gemeinschaft, wo es keinen Unterschied zwischen Juden und Moslem in der Wahrnehmung deren Rechte, aber auch in der Ausübung deren Rechte. Mohammed Nyalim Biryuni Fatih, Yun Julidi, Naka Ampor Mohanibi Amelin Katholiki, Iler Yogan Kiyam Dunya Kafay, Borbo Mwela, Mwai Binu Mbugele Julidi Alamek, Fanalen Yonen Tibiyoni, Najashi, Abyssinie, Najashi, il faut que nous nous recevions, nous nous protégions, nous nous protégions. Mais si nous avons dit que 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 nous avons Il y a un solo. Moi, je suis un solo. Catholique, comme nous nous dit, est-ce que Khadija mo djegg gem wala waratam ni law ko mo djegg gem ndax dafa wax ni atane kon ma nek xalal am doole sun de genn yolente bi fum bewe ya laytani kuntu fika saliman kasaa wa kuntu hayyan ladalli ikhradil bayt la yo xamni guddi fu nek ni ngi kay way
pour délou ndigal catholique yi nga xamé ni bi nga xamé julit yi néwon lañ len dolé ñoo len fat bi nga xamé li ñi yone dem mom la du mom catholique mo djé ko xali mom la ndax li wa djom ci Moussa mo wa djé ci mom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala. Aber vor diesem Ereignis, als Mohammed den ersten Engel Gabriel in den Berg Hira getroffen hat, hat er gedacht, es wäre der Teufel irgendein Djinn. Er ist gekommen und hat zu seiner Frau gesagt, er muss bedenklich sein. Und hat seine Frau eine Erscheinung gesehen, ich weiß nicht, was das ist. Auch hier ein Zeichen von Toleranz, dass eine Frau über die Geburtsstunde einer Religion entscheiden kann. Diese Frau hat nichts anderes gemacht. Sie hat ihren Cousin, Warak ibn Nawfal, war der Erzbischof von Mekka. Und er hat Mohammed gesagt, der Engel, den du gesehen hast, ist der Engel, der Moses und Jesus die Offenbarung gegeben hat. Auch dies sind zwei Säulen, warum wir zusammen mit den Christen an einem Bild in einem Stand ziehen sollen. Vielen Dank. Nochmal danke, Baba. Danke an hier am Tisch mit mir sitzen Gäste. Danke an alle, die hier anwesend sind. Wir kommen nun zum Schluss des Vortrags. Wir sind sehr bereit über die Zeit. Nun, aber es hat sich gelohnt. Wie gesagt, ich wollte jetzt nur das letzte Wort aussprechen, indem ich hier begrüße die Frau Juf, Vertreterin der Senegalischen Botschaft in Berlin. Frau Juf, herzlich willkommen. So, damit ist es nun Schluss für heute. Vielen Dank und ja, einen schönen Abend dann. Nous remercions ñep ñi fi nek ñi fi téw ñep suñu invité yi tok fi madame la mère comme niko serigne bi waxé le prêtre protestant de la commune de Gundesblum suñu serigne ak suñu bokk yi téw fi yépp ak ñi téw ci salle bi. Nous remercions aussi madame Diouf mom moy togal fi l'état du Sénégal. Mungu Djougué Berlin, représenter le gouvernement sénégalais, l'État du Sénégal, tous les Sénégalais du Sénégal, je peux remercier aussi. Bon, à cause du retard que nous avons, nous avons une conférence pour commencer à 19h, qui va nous d'abord, qui dîner. Conférence que nous avons décalée une heure nach hinten. Das heißt, anstatt 19 Uhr, wird das jetzt erst um 20 Uhr anfangen. Bu fekkee jàng yi an zich waroon na commencé 21h dañ ko di dégaalee zwei Stunden später nach hinten. Ñu bàyyi ci xel quoi. Jërëjëf.